Hallo zusammen. Heute melde ich mich mal auf einem etwas anderen Wege, als ihr ihn bisher gewohnt seid. Wie die meisten von euch wissen, hatte ich vor einiger Zeit einen etwas unschönen Unfall und bin deshalb ein paar Wochen ausgefallen. Nun bin ich aber wieder halbwegs genesen, fühle mich fit und stark genug, um wieder einzusteigen. Habe in der letzten Woche die ersten Termine in Frankfurt wahrgenommen und diese Woche geht der Arbeitsalltag hier in Potsdam auch wieder los im Landtag Brandenburg. Und ich war in der Zeit, als ich krank war, nicht untätig, sondern habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, was kann man vielleicht anders machen, was kann man besser machen, auch um Menschen zu erreichen. Und habe mich erinnert an die Zeit, wo ich diese drei Brüssel-Vlogs gemacht habe. Manche von euch haben das vielleicht verfolgt. Wir waren in Brüssel vor einiger Zeit mit dem Fraktionsvorstand und ich habe jeden Tag darüber berichtet, was tun wir da eigentlich, mit welchen Leuten treffen wir uns, was für Themen stehen im Mittelpunkt und so. Und das gab ein gutes Feedback. Es gab viele Leute, die gesagt haben, Mensch, klasse, mach das mal weiter. Das ist, macht das ein bisschen nahbarer, was ihr da tut. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir noch mehr dafür tun müssen, Leuten zu erklären, was wir eigentlich den ganzen Tag treiben, womit wir uns befassen, welche Themen im Mittelpunkt stehen, um Demokratie und auch Politik und Abgeordnetendasein etwas lebhafter und transparenter für euch zu machen. Und deshalb hatte ich die Idee, wenn ich wieder zurück bin, und nun bin ich wieder zurück, starte ich ein neues Format auf meiner Facebook-Seite, nämlich ein Videoformat, wo ich euch versuche, in regelmäßigen Abständen, ob sie jeden Tag klappt, weiß ich noch nicht, aber in regelmäßigen Abständen zu erzählen, was wir so getan haben, mit welchen Themen wir uns befasst haben, auch was schiefgelaufen ist, weil davon gibt es ja auch einiges, das eben nicht so funktioniert. Und ja, damit etwas besser auch zu erklären, wie Politik funktioniert und euch die Möglichkeit geben, noch näher dran zu sein, auch Fragen zu stellen, in Diskussionen mit mir zu treten. All solche Dinge würde ich gerne noch mehr vertiefen. Bisher konntet ihr ja auf Facebook jeden Tag, fast jeden Tag lesen, was ich gemacht habe, Artikel lesen, in denen ich mich geäußert habe, reden, hören oder Interviews. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Möglichkeit. Ja, soweit zumindest der Versuch. Ist noch ein bisschen seltsam, mit der Kamera rumzulaufen. Die Leute gucken ja noch ein bisschen komisch an. Auch die Kollegen hier gucken ja ein bisschen komisch an. Was treibt ihr denn da jetzt mit der Kamera? Und wieso wird das jetzt hier gefilmt und so? Also wird noch ein bisschen Gewöhnungszeit brauchen. Aber ich habe auch gesehen, andere Politiker in anderen Ländern machen das schon viel intensiver, als wir das hier in Deutschland tun. Ich glaube, da können wir uns auch ein Beispiel dran nehmen. Und ich glaube, dass wir alles tun müssen, um irgendwie näher an Bürgerinnen und Bürger heranzurücken und die Dinge, die wir hier tun, transparent und nachvollziehbar zu machen. Also freue ich mich auf dieses neue Format. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Sagt mir gerne eure Meinung dazu. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage hier wieder. Ich kann euch schon mal sagen, dass diese Woche einiges ansteht. Morgen zum Beispiel wird hier im Landtag die Unterschriftenliste zur Kreisgebietsreform, also gegen die Kreisgebietsreform von der Volksinitiative, übergeben. Wir haben Fraktionssitzungen, es sind Arbeitskreissitzungen, Treffen mit dem Finanzminister, Haushaltsausschuss findet diese Woche statt, eine Klausurtagung des Innenarbeitskreises. Viele Themen, viele auch Begriffe, mit denen ihr jetzt vielleicht noch nichts anfangen könnt. Ich versuche das dann zu erklären an den jeweiligen Tagen und euch ein bisschen mitzunehmen in dem Alltag zu den Dingen, die wir hier so tun. Bis dahin. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bis bald.